Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum neuesten Computerclub heute, Computerclub Online. Die lange Sommerpause ist vorbei, jetzt geht's wieder hinein in den Herbst auch bald und dann werden die Nächte wieder länger und dann sitzt man wieder länger am Computer. Wir werden wieder interessante Themen für Sie vorbereiten. Es ist dieses heute die 350. Sendung. Und ein kleiner Hinweis schon am Anfang dieser Sendung, gibt in diesem Jahr wieder eine lange, lange Computernacht und zwar vom 3. auf den 4. November 2001 wieder in Paderborn im Heinz-Nixdorf-Museumsforum. Aber das, was man wissen muss, wie man daran teilnehmen kann, werden wir am Ende der Sendung noch zeigen. Heute haben wir ein Thema herausgesucht, ein richtiges Online-Thema. Es geht, wie kann man es nennen, Ticketing vielleicht. Man will, dass der Zuschauer zu Hause mit seinem Computer über das Internet vielleicht seine Briefmarken als erstes Thema selbst ausdruckt. Und dazu ist Bernd Meyer hier von der Deutschen Post AG. Ende August, so ein Stichtag, da soll alles elektronisch gehen. Soll ich auch als Privatmann dann nachher keine Briefmarken mehr kaufen gehen, sondern das Ganze aus dem Drucker heraus machen? Ich denke, PC-Frankierung ist von der Deutschen Post in der ersten Linie konzipiert worden für kleinere Geschäftskunden, das heißt Rechtsanwälte, Ärzte, Architekten, Handwerker. Und für die ist dieses Produkt eine Alternative zur bisherigen Briefmarke. Und hatten die denn keine Frankiermaschinen, wo das automatisch ging? Ein Teil dieser Kunden haben noch keine Frankiermaschine. Ein Teil der Kunden haben aber auch zum Teil alte Frankiermaschinen und rüsten jetzt um auf andere Systeme. Überwiegend wurden in diesem Bereich noch Briefmarken eingesetzt. So, wir sollten vielleicht das Ganze mal kurz zeigen. Das haben wir uns selbst geschickt, das haben wir uns auch selbst ausgedruckt. Wir haben von Ihnen so eine Testsoftware gekriegt und haben uns das an den WDR-Fernsehen, Redaktion, Computerclub, Appell auf Platz 1 geschickt. Das ist die Briefmarke, die neue. Dann haben wir das nachmittags am Bahnhof hier in Köln eingeworfen. Am nächsten Morgen war es im Sekretariat, lief alles wunderbar. Und die Sekretärin, die hat das geöffnet und war nichts drin, hat es gleich in den Papierkorb geworfen. Mussten wir dann im Papierkorb wieder rumwühlen, um unseren schönen ersten E-Ticket oder E-Stamp-Brief herauszuholen. So, da ist noch ein Stempel drauf. Müsste der eigentlich drauf? Muss nicht drauf. Also es reicht der Frankiervermerk. Wir haben das so konzipiert, wie Sie es hier im Beispiel haben, deshalb, weil zu 80% der Sendungen heutzutage in Fensterbriefumschlägen verschickt wird. Das heißt, wir ermöglichen es zum Beispiel über Word, dass Sie während des Dokumentendrucks direkt frankieren können, diese Sendung in einen Fensterbriefumschlag einlegen und einfach einwerfen. Sollten vielleicht hier nochmal kurz drauf schauen. Sie sagten mir, ich sollte das die Adressen verdeckt halten, weil das echte Menschen sind dahinter. Das wird in Amerika so gemacht. Das ist Palo Alto steht da oben. Das ist also auch so ein E-Stamp-Verfahren, wie es weltweit jetzt immer häufiger zu finden sein wird, glaube ich. Ja, es ist so, dass vor 3 Jahren in Amerika mit der ganzen Sache begonnen wurde. Es gibt 4 Anbieter in Amerika, die diese PC-Frankierung anbieten, PC Postage. In Deutschland wird es so sein, dass wir derzeit nur ein Produkt haben. Wir haben es analog gemacht wie die Amerikaner, also wir haben das als offenes System konzipiert. Und als Deutsche Post selbst haben wir ein eigenes Software namens Stampit hier erstellt. So, jetzt kostet das ja sogar Geld. Das kostet 170 Mark, um diese Software zu bekommen und dann monatlich 2,30 €, also um die 5 Mark herum. Warum eigentlich Geld und warum, wenn ich daran teilnehmen will, warum muss ich Geld bezahlen? Ja, das hat Gründe aus dem Wettbewerbsrecht heraus. Es gibt weltweit Anbieter von Softwarelösungen wie Stamps.com, wie Neopost. Wenn wir hier als Deutsche Post eine eigene Software anbieten würden und würden die gratis abgeben, hätten wir ein wettbewerbsrechtliches Problem. Und wir haben Ärger dann wahrscheinlich. Ja, ne? Wir haben diese Software zu einem marktüblichen Preis, den haben wir also über eine Marktforschung abgefragt, ermittelt. Und ich denke, die Geschäftskunden sind bereit, diesen Betrag auch überwiegend zu zahlen. Jetzt wollen wir auch mal sehen, wie das geht, wenn man so einen Brief frankiert. Ja. Ist es noch ein Frankieren dann? Ja, PC-Frankieren ist es dann. Gut. Ja, Sie sehen hier das Produkt Stampit von der Deutschen Post. Dieses Produkt hat 2 unterschiedliche Oberflächen. Einmal haben wir ein Standalone-Tool hier, mit dem man frankieren kann, Portokasse laden kann und Journal anzeigen lassen kann, also was man gedruckt hat. Mhm. Darüber hinaus gibt es in Word noch ein Plugin, das heißt, man kann unmittelbar über Word ein Dokument frankieren. Also hier ist zum Beispiel die Portokasse und so einfach geht dann demnächst das Porto holen oder das Briefmarken holen. Ich gebe also hier einen Betrag ein, sagen wir mal 30 €, sage laden, werde als nächstes nach meinem Passwort gefragt. Sollte man laut sagen in der Sendung? Ja, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig eingetippt.
Ja, sehen Sie, ich habe es falsch eingetippt. Ja. Ja. So, jetzt geht er irgendwo, wo geht er hin? Auf irgendeinen Server? Er geht auf einen zentralen Server und dort holt er sich das entsprechende Porto. Und das dauert ungefähr 10 bis 15 Sekunden. Sie sehen jetzt hier, Porto erfolgreich geladen. Wir haben eben noch einen Betrag von 57 Euro gehabt. Das sieht man hier oben. Ja. Und jetzt haben wir 87. Also innerhalb von wenigen Bruchteilen von Sekunden. Hier über dieses Tool, was Sie hier sehen, kann ich also Umschläge, Etiketten einfach frankieren. Mhm. Ich kann mir auch über dieses Tool meine bereits erfolgten Frankierungen anzeigen. Also das heißt, ich habe direkt ein Postausgangsbuch. Ja. Aber ja. Habe ich auch gesehen, dass unser Brief auch dabei war. Ja, genau. Ja. Ihr Brief war auch dabei. Das heißt, es gibt hier auch wirklich für den Geschäftskunden eine Transparenz in dem, was er wirklich an Porto hat. Also man kauft sich nicht Briefmarken, 100 Briefmarken und nach einem Monat sind sie weg, sondern hier kann man genau nachvollziehen, an wen sind Briefmarken gegangen. Ich habe hier schon mal so ein Schreiben jetzt mal vorbereitet, wie das zum Beispiel in Word aussehen kann. Ja. In Word selbst gibt es ein Plugin, einmal ein Menü mit Stampit, wo ich Stampit einfügen kann, wo ich die Einstellungen machen kann. Und hier oben gibt es zwei Buttons, einmal das Stampit einfügen und der Weg zur Portokasse. Also auch über Word kann ich direkt Porto kaufen. Wenn ich jetzt ein Schreiben erstellen möchte, muss ich die Adresse immer mitgeben. Das heißt, in dem Frankiervermerk sind aus Sicherheitsgründen entsprechende Informationen der Adresse mit drin. Ich gebe jetzt einfach mal was ein. Also dieses kleine Barcode-Feld wird erst gedruckt, wenn Adresse, Empfänger und alles eingegeben sind. Denn diese Daten sind irgendwie da drin gehasht, nehme ich an. Ja. Also mit einem geheimen Schlüssel irgendwo da drin versehen. Sodass es mir nicht gelingen würde, einfach so ein Ding danach zu drucken. Das würde nicht klappen und das Briefcenter würde wahrscheinlich verweigern, das Ganze auszuliefern. Genau, also wir haben hier ein eigenständiges Verfahren konzipiert, anders als in Amerika. Druckt er jetzt? Nein, noch nicht. Ich kann es jetzt zum Drucken bringen. Auch hier wieder die Möglichkeit des Portodrucks dann oder Testdruck, wenn ich einfach nur mal gucken will, ob es richtig rauskommt. Wieder Kennwort. Ja, ich hoffe, dass ich es wieder richtig eingegeben habe. Sehen Sie, wieder falsch. Über die kleine Tastatur, das ist das Hauptproblem, denke ich mal. So, So, und jetzt sehen Sie ganz kurz, hat er auf dem PC das Muster mal ganz kurz rausgenommen und jetzt kann ich dieses einwerfen. Also wir haben ein anderes Verfahren gewählt als in Amerika. Wir haben auch Sicherheitselemente drin, also wir haben ein Hashware zum Beispiel, wir haben aber auch noch Elemente drin, mit denen wir entsprechende Schlüssel ablegen können, sodass wir in der Briefproduktion wirklich nur einen einzigen Schlüssel haben, um alle Sendungen hinsichtlich der ordnungsgemäßen Frankierung überprüfen zu können. Also wenn das jetzt rauskäme, dann kann ich das Ganze hier in so ein Fenster reinstecken, das würde tatsächlich transportiert werden, das ist aktiv, was wir da gemacht haben. Dann was machen denn die armen Briefmarkensammler, die haben ja sowas nur noch zu sammeln? Es gibt Spezialsammler, die ja auch heute schon solche Dinge sammeln. Nein, aus dem Testbuch. Das kann doch nicht wahr sein. Ist doch nicht schön, diese Briefmarken. Vor allen Dingen sieht es fast gleich aus fürs Auge. Es ist was Einzigartiges in der ersten Stufe. Vorsicht, das ist ein Tintenstrahldrucker, nicht das so stark verwischen. Okay, jetzt könnte ich das also so falten und klar. Und genau, so und dann ganz einfach einstecken. Dann also ich sag mal, das Produkt ist in erster Linie nicht für Briefmarkensammler gedacht, sondern es ist dafür gedacht, Geschäftskunden, die sowieso ihre Sendung am PC erstellen oder adressieren, auf einfache Art und Weise die Sendung auch frankieren können. Und die können es ab heute machen, denn 83 Briefzentren sind darauf eingerichtet, dass sie mit dem Scanner sofort lesen können, aha, das Ding ist in Ordnung und so weiter. Vielen Dank. Ja, bitte. So, es geht weiter mit Tickets, und zwar der öffentliche Personennahverkehr. Ich habe so ein Jobticket, das steckt bei mir in der Tasche drin, ist sehr bequem, aber wenn ich so einen Zehnerstreifen immer holen müsste oder eben meine Monatskarte immer anstehen müsste und so weiter, da hat man sich in Dortmund gedacht, das machen wir möglich, dass man das übers Internet machen kann. Genau. Da war die Idee. Es sind immerhin 500 bis 1000 Leute mittlerweile, die so etwas machen pro Monat. Im Sommerloch eher 500, in den Weihnachtsmonaten eher mehr. Es ist nicht nur Dortmund, sondern wir verkaufen alle Tickets im gesamten Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, also zwischen Düsseldorf und Dortmund. Ja, was wir uns überlegt haben, ist natürlich wirklich, dass man das Ticket am besten schon zu Hause kauft, um dann direkt mit dem Bus losfahren zu können. Keine Frage mehr nach Kleingeld, welches Ticket ich brauche. Der Kunde, um das einfach mal zu zeigen, ist hier auf unserem Portal mit 4 Unternehmen insgesamt schon, geht in den Ticketshop, sucht sich dort eins von 37 Tickets aus. So viele gibt es da? Ja, es gibt so viele Tickets in einem Verkehrsverbund. Also es gibt ja dann Tageskarten, Wochenkarten, das alles dann noch in den Tarifstufen A, B, C, also die Stadt, die Region oder der gesamte Verbundraum.
Das ist also jetzt hier der Ticketshop, wo ich mir das aussuche. Nehme mir jetzt zum Beispiel mal ein Kronenticket, das ist ein gesponsertes Ticket. Genau, ein Tagesticket. Ja. Das ist eigentlich auch das, was am häufigsten zurzeit gekauft wird, auch dadurch, dass es 2 Mark preiswerter ist im Internet. Ach, geht da die Werbung jetzt auch schon wieder los, da im Ticket. Ja, aber es ist eine Geschichte, die natürlich den Kunden zumindest da entgegenkommt, weil er ja seine eigene Online-Zeit investiert und seine Zeit ja auch sein eigenes Papier mitbringt. 2 Mark ist es günstiger. Na, ja. Genau, 2 Mark günstiger als im normalen Fall. Das heißt, der Sponsor packt die 2 Mark drauf. Aha. Ja, das ist jetzt hier, dann bekomme ich nochmal die Bestätigung, was ich dort gekauft habe, nämlich ein Tagesticket für 10 Mark. Wenn ich jetzt ein Neukunde bin, gehe ich hier auch in ein entsprechendes Feld und muss mich erst einmal komplett mit meinen Daten anmelden, so wie ich das ja zum Beispiel auch bei einem Buchshop etc. Wie lange dauert so in der Regel, bis ich mein Ticket ausgedruckt habe? Bis ich zum ersten Mal angemeldet bin, das dauert sicherlich etwas länger. Also da kommt es drauf an, dass ich muss hier alle Daten eingeben. Das dauert sicherlich schon diese mal. Diese Stammdaten, die bleiben aber erhalten. Genau, ich bekomme einen Benutzercode und alle weiteren Käufe mache ich dann nur noch mit meinem Code. Das heißt, wenn ich das jetzt hier getan habe, gebe ich noch meine Lastschriftverbindung ein und bestätige das. Es sieht dann so aus, was ich bekomme als Kunde. Das sind 2 E-Mails. Zum einen eine Bestätigung der E-Mail, zum zweiten der Abruflink. Sicherheitsstufe hier ist, dass ich, wenn ich das für einen anderen Kunden böshafter oder boshafterweise bestellen würde, der andere Kunde das nicht abrufen kann, weil er diesen Abruflink nicht hat. Ist das denn praktikabel mit diesen langen Nummern? Ist das ein bisschen kompliziert? Mit dem Abruflink? Nein, mit den langen Nummern, die man da reingeben muss. Das hier muss man eingeben. Aha, das kann ich aber allerdings natürlich auch in meiner Umgebung später auch anpassen. Also ich kann mir da auch ein einfacheres Codewort geben lassen. Oder kann es selber auswählen, besser gesagt. So dass ich da entsprechend dann. Man kann nur aus Sicherheitsgründen, ist natürlich ein möglichst verschlüsselter Code vorzuziehen. Hier bekomme ich jetzt, das ist das Ticket, verschlossen in einem Programm. Kann ich jetzt speichern. Nennen es mal, wie nennen wir es denn? Also, weil bei Ticket-Exe haben wir eigentlich schon ein paar. Nennen wir es jetzt mal Ticket 1. WDR. Ja, sowas. Irgend sowas. Ist bereits vorhanden. Okay, können wir drüber sprechen. Das ist jetzt die Downloadzeit. Ich habe jetzt das Ticket auf dem Desktop. Uns das jetzt mal eben an. Lade es in Word oder irgendwo und druck es aus? Ja, es ist ein eigener Robot. Ich habe jetzt hier einen Robot, der mir auch nochmal sagt, was ich habe. Ich kann auch mehrere Tickets gleichzeitig kaufen. Also wenn ich einmal drin bin und weiß, dass ich in der nächsten Zeit 4 Tagestickets brauche, dann kaufe ich die sofort in einem Rutsch und druck mir die dann entweder alle gleichzeitig oder sukzessive aus. Der Robot kann gespeichert bleiben, sodass ich dann also auch darauf zurückkomme. Ist der online hier? Soll der jetzt drucken? Der sollte jetzt drucken, ja. Okay. Braucht wahrscheinlich ein bisschen, um warm zu laufen. So, und dann kommt, hier haben wir es ja vorgesehen, dann kommt hier so ein Tagesticket, käme raus, wenn wir es hier bestellt. Haben wir das bestellt, das Tagesticket? Genau, das ist jetzt das, was wir auch hier bestellt haben. Da steht, ist hier ein Barcode, das steht also elektronisch verschlüsselt die Nummer drauf. Da steht hier Computerclub Wahlraff Platz 1. Mhm. Und wie läuft es jetzt ab? Mit diesem Blatt Papier gehe ich jetzt in die Bahn in Dortmund, setze mich rein und der Schaffner kommt. Und was macht der Schaffner? Der Schaffner kontrolliert das Ticket zusammen mit dem Personalausweis. Es sind personalisierte Tickets, so wie wir viele kennen. Also Ihr Firmenticket ist zum Beispiel auch personalisiert. Ja. Das müssen Sie im Falle des Falles auch mit Ihrem Personalausweis zurückkoppeln. Jetzt liest er hier Computerclub. Okay, das Ganze kommt ihm irgendwie komisch vor. Das kann doch nicht der Computerclub sein, der da sitzt. Und was macht er jetzt, wenn er das überprüfen will? Wenn er das dann anhand des Papiers nicht überprüfen kann, dann hat er hier die Prüfziffer, nimmt dann sein Handy und gibt diese ein. Das ist die auf ein Netz haben hier. Ja, das ist problematisch in dem Studio. Also okay, haben wir es gesehen. Es kommt dann, wenn diese Nummer eingegeben wird, kommt dann in der Tat der Inhaber des Tickets, nämlich der WDR Computerclub Wahlraff Platz 1, kommt dann im Handy zum Vorschein. Genau. Und der Schaffner kann sehen, ist okay oder ist es nicht okay. Genau. Hat es Aufwärtsbewegung? Ja. Wie? Prozentual gesehen? Es steigt zurzeit ungefähr um 10% pro Monat. No, das ist doch schön. So, vielen Dank, dass Sie da waren. Ach, da kommt die Meldung. Jawohl. Wir gehen jetzt rüber zu Bahn.de. Denn Bahn.de, da geht es natürlich um ein paar mehr Fahrten als im öffentlichen Nahverkehr. Die Bahn will natürlich auch die Tickets nach Hause auf den Laptop bringen. Richtig. Warum eigentlich? Wir machen das natürlich, um unseren Kundenwünschen gerecht zu werden. Wir wissen aus Kundenbefragungen, dass sehr viele Menschen sich den Ausdruck
des Fahrscheines schon am Computer wünschen. Das heißt also, dass sie sofort in der Lage sind, die Tickets auch zu kaufen. Und diesen Kundenwünschen wollen wir natürlich mit unserem gesamten Vertriebswegemix gerecht werden. Und deshalb ist es also einer unserer Bestandteile des Vertriebes, dass wir es eben auch online ermöglichen, dass die Kunden es drucken können. Also auch hier bekomme ich aus meinem Drucker nachher das fertige Ticket heraus. Richtig. Und vorher waren die Tickets so richtig schön gewesen da irgendwo. Das ist jetzt schnödes, weißes Papier geworden. Schön sind die Tickets auch heute noch. Die Tickets sind ja nur Mittel zum Zweck. Das heißt, das ist ja nur meine Zugangsberechtigung zum System Bahn. Und es geht uns ja nicht darum, schöne Tickets zu verkaufen, sondern für uns ist ja wichtig, dass der Kunde eine schöne Zugfahrt hat. Und dementsprechend kann ich so. So, wie ist die Philosophie jetzt des Tickets bei Bahn.de? Wie soll das demnächst massenhaft ablaufen? Also wir haben zunächst einen Piloten laufen, das ist Surf and Rail, das ist das, was wir auch gleich mal vorstellen werden. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit zwischen 66 Standorten, circa fast 1000 Verbindungen zu buchen und auch online zu buchen. Und es ist so, dass 1000 Menschen das am Tag zurzeit nutzen und wir damit also circa 1300 Personen am Tag über diese Surf and Rail Tickets befördern. Wir starten jetzt parallel ein Pilotprojekt mit großen Firmenkunden, wo wir also über diese begrenzten Relationen hinaus auch wirklich das gesamte Fernverkehrs- und das angebundene Nahverkehrsnetz bedienen können. Das heißt also, dass über diese neuen Funktionen alle 31.000 Züge des Personenverkehrs gebucht werden können im Internet. So, gut, es liegt hier ein Ticket. Dieses Ticket geht von Berlin, Zoologischer Garten, nach Köln Hauptbahnhof. Richtig. Wie kommt so etwas zustande? So was kommt zustande. Also wir sind hier jetzt auf der Homepage von Bahn.de und wie gesagt, wir wollen jetzt ja hier diesen besonderen Teil vorführen, wo es um die günstigere Fahrkartenverkäufe geht, also über Surf and Rail. Da gehe ich jetzt einfach mal rein, klicke das hier also an und bin dann auf der Seite von Surf and Rail, die natürlich den besonderen Bedingungen unterliegt, dass wir mindestens 6 Tage im Voraus buchen müssen und dass wir auch nachher eine Wochenendbindung haben. Und die Tickets, die jetzt hier rauskommen, sind entsprechend zuggebunden. Das heißt also, der Fahrschein, den wir produzieren, ist für einen bestimmten Zug und ebenfalls für einen bestimmten Sitzplatz vorgesehen. Ist das nicht ein bisschen Einschränkung? Für mich wäre das eine Einschränkung, wenn ich jetzt plötzlich mit der Bahn fahren muss, genau mit diesem Zug, komme 5 Minuten später, mein Ticket ist kaputt. Ne? Ja, nein, es ist natürlich zunächst als Pilot gedacht und das neue Preissystem der Bahn sieht ja ebenfalls eine 6 Tage Vorausbuchung vor für Menschen, die besondere Sonderpreise in Anspruch nehmen wollen. Und dementsprechend ist das jetzt auch ein Pilot, den wir hier durchführen, um die Akzeptanz zu testen. Und unsere Ergebnisse sind sehr gut. Also es wird von der Kundschaft sehr positiv aufgenommen, weil die Preise, die wir hier natürlich bei Surf and Rail bringen und hinterher auch die Sonderpreise, die wir mit dem neuen Preissystem anbieten werden, die sind sehr attraktiv und dementsprechend kann man bei das Ihnen gerne aufnehmen. Ist aber noch kein Sponsor dabei, irgendwo, dass da plötzlich eine Biermarke da mitfährt oder irgendwo mit einem Ticket. Nee. Gut, jetzt wollen wir mal sehen, wie klappt so etwas? Also das klappt jetzt so, wir sehen hier einmal auf der rechten Seite eine Landkarte mit den unterschiedlichen Preisstufen und wie gesagt, wir haben ja gesagt, wir wollen von Berlin fahren, das kann ich also links anklicken, von wo nach wo ich fahren möchte, also von Berlin, unserer Zentrale der Bahn, fahren wir also nach Köln, hier zum WDR. Das muss also mindestens 7 Tage vorher also gebucht sein. Das heißt, ich gebe jetzt hier mal den 11.09.2001 ein. Die Uhrzeit ist 12 Uhr und wir wollen dann zurückfahren am 16.09., weil wir ja in Betracht ziehen müssen, dass das Rückreisedatum am nächstliegenden Sonntag frühestens sein kann. Ich fahre dann relativ früh wieder zurück. Und jetzt können wir hier schon auf der Karte sehen, dass wir hier als Abfahrtsbahnhof Berlin angezeigt bekommen. Und man sieht dann hier auch die unterschiedlichen Preisstufen. Das heißt also, je weiter ich wegfahre, habe ich dann den Preis von 189 bzw. 199 Mark. Und je näher ich dann an den Abfahrtsort drankomme, also umso günstiger wird dann das grün. Ticket. Ist grün, ja. Genau, das ist 139. Grün. Das heißt, wir werden 139 mit Bahncard bzw. 149 ohne Bahncard fahren. So, dann können wir ja die Verbindungen suchen. Jetzt haben wir hier also Verbindung herstellen. So, jetzt haben wir hier also die möglichen Surf-and-Rail-Verbindungen, die uns der Computer herausgesucht hat. Wir haben jeweils einen Ampelstatus und die verschiedenen Ampelstati zeigen mir an, ist ein Ticket verfügbar oder nicht. Okay, das heißt verfügbar. Also, die grünen Ampelstati zeigen mir, das ist verfügbar. Dann kann ich das hier jetzt mal anklicken. Ich möchte also 12.22 Uhr losfahren
Und am 16. Nehme ich den Zug um 8.21 Uhr zurück und sage dann an dieser Stelle... Beginnen, das klingt so nach langen Wegen. Beginnen. Nee, das ist eigentlich überhaupt kein langer Weg. Er gibt mir jetzt hier nochmal die Zugfahrkarten an. Und hier kann ich jetzt wählen, habe ich eine Bahncard oder nicht, bin ich Raucher oder nicht Raucher, also die unterschiedlichen Dinge, die ich auswählen kann. Und muss jetzt hier meinen Namen eingeben, weil wir ja gesagt haben, es ist ein personenbezogenes Ticket. Und gebe hier unten meine E-Mail-Adresse an. Das geschieht. Ich glaube, das Ganze können wir jetzt hier zeigen. Das ist ja so ein Ausdruck hier. Genau. Hier steht also Oliver Haverbeck. Das ist ja Ihr Name. Es kostet 149 Mark und so weiter und so weiter. Und das ist jetzt ein Blatt Papier. Mit diesem Blatt Papier gehe ich in den Zug, zum richtigen Zug, setze mich auf den Platz Nummer. Wo steht es? Platz hier. 61 im Wagen 1. Ja, ich muss es rausnehmen, sonst blendet das vielleicht. So. Ja. Das ist also ich sitze dann auf dem Platz und der Zugbegleiter kennt die Referenznummern und hat die also vorher mitgeteilt bekommen. Auf eigenem Blatt Papier. Genau. Und der kann dann also durch den Zug gehen. Und das ist dann auch der ganz große Sicherheitscheck? Das ist der Sicherheitscheck, weil ich könnte diesen Fahrschein jetzt natürlich mehrere Male kopieren, aber der Platz in diesem bestimmten Zug ist natürlich nur einmal vorhanden. Das heißt also, die Kopie dieses Fahrscheins bringt mir gar nichts. Und derjenige, der den Ausweis mit Oliver Haverbeck zeigen kann, der kommt dann auch auf den Platz und die anderen müssen raus. Die anderen müssen raus. Okay, aber in Zukunft kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen legerer gehandelt werden wird. Dass natürlich. Ich nicht mehr unbedingt den Zug buchen muss und da drin sein muss, den ich da irgendwo gebucht habe. Wie gesagt, wir sehen vor, ab April nächsten Jahres, das für alle Nah- und Fernverkehrsverbindungen vorzusehen, sodass wir dann auch in der Lage sind, das nicht mehr in die Zugbindung mit einzubeziehen. Okay, vielen Dank. Es geht auf jeden Fall elektronisch weiter, aber auch bei der Bahn. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es besonders schnell weitergehen wird, wenn ich ein Ticket haben will bei irgendeinem Rockkonzert oder sowas Ähnliches. Bei Madonna, die hier in Köln ja was ausgefallen ist, sollen ja innerhalb von 2 Stunden übers Internet alle Karten fast verbucht gewesen sein. Daniel, was gibt's da zu melden? Ja, richtig, Wolfgang. Papier ist ja bekanntlich geduldig. Und gerade Konzerttickets, Kinotickets, Philharmonie, Theater etc., wie gesagt, das sind alles Tickets, die auch im Internet gekauft werden können. Ich habe jetzt hier einen auf dem Bildschirm, einen Anbieter, und zwar Zentralstation Darmstadt. Das ist sowas wie die Stadthalle in Darmstadt. Und da sehen wir direkt hier oben links Tickets online. Da sind also alle Veranstaltungen online buchbar. Wir sehen hier eine große Übersicht, karibische Kneipennacht, Theater Chamäleon, Konzerte. Und hier unten, um das jetzt einfach mal zu zeigen, gibt es ein Testticket. So, Merit Becker ist auch da. So, hier unten Ticketprobe. Da hole ich jetzt ein Ticket. Ich habe das mal so hier unten, das Fenster. So, und da sehen wir, und das ist nämlich jetzt das Bequeme, wirklich die Bestuhlung in dem Veranstaltungsraum. Wir sehen die Bühne hier, die Reihen, die verschiedenen. Und können jetzt hier sogar selbst den Platz auswählen. Hier die roten, die sind alle besetzt. Und die grünen, da kann ich mich hinsetzen. Und ja, an der Bühne ist leider fast alles nah. Hier oben geht noch was in der Reihe 5. Den will ich jetzt haben. Das ist jetzt Veranstaltung Ticketprobe für 3,70 Mark, also recht günstig. Mal gucken, was mich dann im Zweifelsfall erwartet. Und so, Moment, jetzt muss ich die Kennwort eingeben und ich kann bezahlen per Kreditkarte, ich kann per EC-Karte zahlen und per Handy, per Baybox. Und jetzt will ich das Ticket kaufen. Oh, jetzt sind die beiden Nummern falsch gewesen. Muss ich nochmal zurück. Ja. Dann, also das ist dieses Testticket. Und jetzt muss ich einen Platz aussuchen. Willst du auch dahin, Wolfgang? Nee. Nee, das Ticket funktioniert jetzt. Irgendwie das Passwort habe ich mir noch anders notiert. Aber ich habe es ja vorbereitet. Wolf, so sieht das aus. Also jetzt kannst du leider nicht mit. Wir müssen auch dazu sagen, da sollte eigentlich jemand vorführen hier von Ticketprobe, der das Flugzeug verpasst hat. Wahrscheinlich hat er ein E-Ticket gehabt. Und deshalb musstest du das machen. Du hast dich gerade ein paar Minuten vorher hier eingearbeitet. Also das wäre jetzt das Ticket, mit dem gehe ich das ist das Ticket. In die Zentralstation. Hier ist der 2D-Barcode. Da sind die Daten wie Veranstaltung, Platznummer, Reihe etc., Preisgruppe, alles gespeichert, dreifach, falls da mal ein Knick reinkommt oder so. Es ist immer noch der Name drauf, um im Zweifelsfall den Personalausweis vorzeigen zu müssen. Hier ist Platz, das muss halt noch weiter
konzipiert werden. Platz für Zusatzinformationen, Wegbeschreibungen, Parkplatzmöglichkeiten etc. Und damit gehe ich dann hin und dieser Barcode wird eingescannt. Du hast im Internet hast du ja recherchiert zum Thema Ticketing und da gibt es eine ganze Menge, vor allem glaube ich in Österreich hat man da einiges gefunden, ja, die bedeutend weiter sind als wir. Ja, also wenn ich da in der Kneipe sitze zum Beispiel, hat mir sehr imponiert und ich weiß nicht, wann der letzte Bus geht. Handy, tak, tak, tak und ich kriege sofort eine SMS zurück, dann und dann fährt er. Das war in Hamburg, das habe ich dir aus Hamburg erzählt. Ja. Aber in Österreich kann man die Tickets auch per SMS bestellen. Da gebe ich einen Zielbahnhof und Abfahrtbahnhof, die Preisgruppe und kann per SMS das Ticket bestellen. Kriege dann das Ticket auch aufs Handy zurück. Die Lufthansa plant für dieses Jahr sowas Ähnliches. Da ist also das Trägermedium des Tickets nicht das Papier für die digitalen Daten, sondern das Handy. Weil das Ticket an sich ist ja bei all diesen Projekten, die wir hier hatten, ist ja eigentlich nur, sind das die digitalen Daten. Und wie sie ausgegeben werden, daran wird halt gebastelt und getestet. Gibt es noch mehr da so Lustiges zu erzählen? Nö, also diese Barcode-Geschichte bei der Lufthansa, das finde ich, da bin ich mal spannend. Da zieht man dann im Flughafen, dann muss man auch keine Boardingcard mehr holen, nur das Handy noch durch die Schranke. Mhm. Und das Sache mit der Kneipe war natürlich auch gut. Da kann ich vielleicht auch meine Bierdeckel bezahlen nachher mit dem Handy. Auch daran denkt man ja, dass man die solche kleinen, relativ kleinen, manche sind so groß, Beträge dann auch automatisch über das Handy abbuchen kann. Okay, wir haben Publikum hier und ich will da mal ins Publikum gehen. Die habe ich am Anfang gefragt, ob da jemand hier mit einem E-Ticket hier nach Köln gekommen ist. Die Antwort war nein. Frage hier einfach, man kann sich vorstellen, dass man demnächst mit Tickets arbeitet. Kann ich mir schon vorstellen. Ich fahre relativ häufig mal mit dem ICE und da kann ich mir das vorstellen. Also wenn man diese Warteschlange da im Service Center da abkürzen könnte, das wäre manchmal angenehm, ne? Allerdings nicht mit einer Woche Vorbuchung, das kann ich mir wiederum nicht vorstellen. Und genau den Zug nehmen? Genau den Zug. Den ich mir ausgesucht habe. Wie sieht es hier aus? Aber nicht zurück. Habe ich im Moment keinen Bedarf. Fahre so selten mit der Bahn. Lufthansa ist interessanter. Da kann ich mir das schon vorstellen, aber dann eben würde ich es also nicht irgendwie Papier- oder Handymäßig, sondern auf der ganz normalen Miles & More-Karte oder wie auch immer. Ja, also doch sowas, so ein Smartcard-ähnliches, habe ich eigentlich auch gedacht, dass das viel, viel stärker kommt. Jetzt haben wir wieder Papier in der Hand. Irgendwo ein Blatt Papier, ein normales Blatt Papier. Wie denken Sie dann über das Ticketing? Ich habe auch ein Auto und kann ich mit dem Auto anfangen, dann fahre ich lieber mit dem Auto, weil mit der Bahn die Zeit, Anreise, Verbindung, das ist ja... Aber Sie haben doch hier gesagt, in Köln hier kamen Sie an und der Parkplatz war kaputt oder das Parkhaus ist kaputt oder irgendwas. Parkhaus nicht kaputt, der Automat kaputt, da brauche ich kein Geld rein zu. Ist natürlich auch günstiger. Ja, also ich glaube aber, dass das Ticketing ganz einfach, weil die Firmen sich auch Kosten sparen wollen, verstärkt zu uns eindringen wird. Wo können Sie es denn vorstellen? Also ich kann mir das bei Konzerten vorstellen, weil ich dann den Platz direkt aussuchen kann und kann dann sagen, okay, ich möchte in diese Vorstellung jetzt reingehen, weil ich da einen adäquaten Platz finde und dann ist dann sofort buchen halt. Das, was wir da gesehen haben mit den kleinen Kästchen, mit den kleinen schwarzen Kästchen, da macht das nicht Mut, irgendwo da was zu versuchen, das selbst auszudrucken und selbst zu machen? Meinst du, das wäre sicher? Ja, ich glaube schon, dass es sicher ist, aber auf dem Test käme's mal an. Ja, okay, da gibt's natürlich immer. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Wir haben noch etwas zu verkünden und zwar auf traditionellem Wege. Wir haben kein E-Ticket dafür, sondern Sie brauchen ein ganz normales Ticket. Und zwar, wenn Sie an unserer Nacht teilnehmen wollen. Die Nacht ist vom 3. auf den 4. Oktober, sage ich auch, November. 3. auf den 4. November 2001 in Paderborn ab 8. September können Sie bestellen unter 052513066666 das Ticket oder Fax, dann ist die 9 am Schluss, also 052513066669 und über das Internet unter service@museumsmarket.de oder www.museumsmarket.de und das Ganze kostet in diesem Jahr 20 Mark. Tschüss dann, bis nächste Woche.